Herzlich willkommen zum Thema Programmieren mit dem Scratch Online Editor. Wir sind hier schon auf der Webseite von Scratch, also von hier aus wirst du dann gleich loslegen können. Und was wirst du jetzt alles kennenlernen? Du wirst die Scratch-Sprache kennenlernen, zumindest einen kleinen Einstieg kennenlernen und vor allem, wie man diesen Editor, also das Programm, mit dem man dann Scratch verwenden kann, diese Programmiersprache dann auch verwenden kann. Wozu dient Scratch? Richtet sich vor allem an Anfängerinnen und Anfänger, die einen lustigen, spannenden und sinnvollen Einstieg in das Programmieren bekommen wollen. Was kann man mit Scratch alles machen? Man kann da kleine Spiele programmieren, man kann Musikstücke abspielen lassen, man kann wirkliche Kunstwerke und Animationen, aber auch, und was macht sehr viel Spaß, interaktive Geschichten gestalten. Hier jetzt in diesem Video mal der erste Einstieg in Scratch. Ich beginne hier mit dem Wikipedia-Eintrag. Und wenn man den hier sich durchschaut, sieht man schon, dass es hier zahlreiche Informationen gibt. Vielleicht vorweg hier siehst du Mitchell Resnick von einer US-Universität, nämlich vom MIT. Und der hat dann mit seinem Team diese Programmiersprache entwickelt. Die ist mittlerweile dann, jetzt haben wir gerade den Stand, 2017 in der Version 2.0 da ist. Gehen wir gleich mal hier zurück zu dieser Webseite. Du gehst also zu dieser Webseite und klickst dann, wenn du dann auf dieser Webseite gelangt bist, klickst du hier auf Entwickeln. Und dann könnte es bei dir jetzt so ausschauen, dass hier steht, Adobe Flash Player ist blockiert. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Nämlich die Version 2.0 von Scratch funktioniert nur mit Flash. Und damit das reibungslos funktionieren kann, würde ich dir empfehlen, im Google Chrome zu arbeiten. Mittlerweile ist ja Flash von bei vielen Browsern schon blockiert, also beim Firefox zum Beispiel auch. Ja. Und damit du dann damit arbeiten kannst, musst du Flash aktivieren. Nämlich Flash nur für diese Webseite hier. Und dann gehst du hier rauf, da klickst du auf Sicher und da hast du einige Einträge. Und hier geht man dann zum Eintrag Flash und da setze ich Blockieren weg auf dieser Webseite immer zulassen. Also ich würde natürlich sagen, dass nur auf dieser Webseite der Fall sein sollte und schon siehst du, dass hier der Editor geöffnet wurde. Flash ist wirklich ein wichtiges Thema, weil das momentan eben nicht standardmäßig überall aktiviert ist. Aber jetzt sind wir hier in diesem Editor angelangt und ich gebe dir mal einen kleinen Überblick über das, was du hier sehen kannst. Hier hast du diese Maus, hätte ich fast schon gesagt, hier siehst du diese Katze. Diese Katze ist eine Figur, die du dann programmieren kannst. Und ein Programm kannst du ganz einfach machen, indem du hier ein Skript, das ist ein Befehl in Scratch, rüber hineinziehst in den sogenannten Code-Bereich. Und in diesem Code-Bereich fügst du dann diese Befehle der Reihe nach hinein und klickst sie so an oder fügst sie so aneinander, dass sie eben gut starten. Wenn ich jetzt hier draufklicke, siehst du, dass sich schon etwas bewegt. Programme starte ich in Scratch immer, indem ich hier auf diese grüne Fahne klicke. Tut sich momentan nichts, denn ich muss hier hineingehen in diesen Skriptbereich, ich habe hier mehr Registerkarten, Ereignis gehen und nehme hier dann diesen Bereich, diesen Befehl, diesen Blockbefehl, wenn grüne Farbe angeklickt und jetzt gehe ich hierher und dann führt das Ganze schon dieses Programm aus. Ich habe einige Möglichkeiten, Dinge zu machen. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel mal diesen Eintrag. Du siehst, wenn ich das hier verschiebe, kann ich hier andere noch umschließen. Ich füge jetzt hier eine sogenannte Schleife ein. Und das Programm schaut jetzt so aus, wenn ich hier auf diese grüne Farbe klicke, hier Fahne klicke, dann soll er wiederholen, ständig fortlaufend, immer 10 Schritte drehen und sich um 15 Grad drehen. Starten wir das Ganze und du siehst, da dreht sich schon. Das Programm kann ich natürlich auch hier dann abbrechen. Dann habe ich hier weiters hier unten dann die sogenannte Figurenliste. Ich muss nicht nur hier mit dieser Katze arbeiten, ich könnte auch hier noch weitere Figuren aus einer Bibliothek mir dann aussuchen. Ich nehme dann zum Beispiel, was nehme ich mir hier? Diesen Schmetterling und auch diesen Schmetterling kann ich programmieren und du siehst, dass ich hier auf einmal gar keine Befehle habe. Ich wähle hier unten immer dann die Figur aus, für die ich gerade programmiere. In dem Fall habe ich das hier vorhin programmiert. Jetzt wähle ich hier dann diesen Schmetterling aus und kann dann ebenfalls mein Programm dann zusammenstellen. Ich habe da sehr viele Möglichkeiten. Ich mache das jetzt im ersten Video nochmal ganz einfach und wähle mir dann ebenfalls, gehe 10 Schritte aus. Der soll jetzt weniger Schritte gehen. Das heißt, ich kann hier diese Zahlen dann verändern. Und ich lasse ihn jetzt dann immer um 10 Grad in die andere Richtung drehen. Zusätzlich setze ich hier noch einen Malstift, schalte ich hier ein.
wenn sich jetzt dann hier dieser bewegt, malt er dann und die Stiftfarbe setze ich hier zum Beispiel auf, was nehmen wir denn da für eine Farbe, belassen wir es beim Blau. Und du siehst, je nachdem, wo ich mit der Maus gerade bin, stelle ich hier eine andere Farbe ein. Also wenn ich hier Orange zum Beispiel haben möchte, gehe ich hier hin und könnte dann hier zum Beispiel dann Orange. Ich belasse das jetzt mal, ich kann es dann später auch noch dann umstellen. Dann starte ich mal mein Programm. Ja, und man sieht, er macht das dann ganz toll, die Maus dreht sich dann ständig. Und hier macht das aber nur 10 Mal, im Gegensatz zur Katze, bei der ich ja angegeben habe, dass er es ständig machen soll. Ja, wir haben hier drüben den Skriptbereich. Hier haben wir dann die entsprechenden Befehle. Man sagt auch bei Scratch die Blockbefehle dann dazu. Dann habe ich hier die sogenannte Bühne, auf der sich hier alles abspielt. Von der Figurenliste unten habe ich schon gesprochen. Ich könnte jetzt hier auch dann die Figur zum Beispiel dann verändern, also die Bühne verändern, auf der sich alles dann abspielt. Mit einem Doppelklick wird das hier verändert. Und ich bin hier schon in der Bühne und kann hier dann die Katze auf der Bühne dann zum Beispiel dann hereinsetzen. Wenn ich hier mit der Katze weiter programmieren möchte, muss ich sie mir in der Figurenliste hier unten dann auswählen. Dann kann ich hier dann den Namen des Programms mir einstellen. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ich das abspeichern möchte. Wenn ich hier zum Beispiel eingebe, erstes Programm, dann kann ich das dann im Online-Editor hier herunterladen auf meinem Computer. Wenn ich daher klicke, geht dann ein Fenster auf und da kann ich das dann abspeichern, hier in dem Fall mit der Dateinamenerweiterung .sp2. Du kennst das ja aus Word zum Beispiel, da hat man dann .docx zum Beispiel oder OpenOffice, ODT und hier hat man einfach sp2. Und mein fertiges Programm könnte ich dann später dann ebenfalls dann hier auf meinem Computer dann heraufladen. Bei jeder Figur kann ich natürlich nicht nur entsprechende Skript, also Befehle verwenden, sondern ich kann auch unterschiedliche Kostüme zuweisen. Wenn ich hier herklicke und hier bei der Figur dann diesen Schmetterling ausgewählt, sehe ich, dass ich hier ein Kostüm zum Beispiel habe. Und ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und ein weiteres Kostüm dann zum Beispiel einfügen dafür. Das heißt, ich nehme dann zum Beispiel hier diese Ballerina und habe die dann hineingegeben. Macht dann praktisch aus einer Figur dann wieder eine zweite. Ich könnte jetzt alles löschen. Könnte hier dann wiederum eine weitere Figur zum Beispiel einfügen und ersetze dann meine bestehende Figur. Ich kann natürlich auch weitere Figuren dann noch hinzufügen, indem ich zum Beispiel hierher gehe, mir ein Kostüm aus der Bibliothek hole und habe jetzt hier ein weiteres Kostüm. Ja, das schaut jetzt einmal so aus, dass man hier diese Figur hat, dann diese Figur. Das mag jetzt mal gar nicht so spektakulär sein, aber wenn ich hier zu den Skripten zurückgehe und hier dann zum Beispiel statt wiederhole 100 Mal mache, damit es ein bisschen länger dauert und dann beim Aussehen hier dann wechsle, hierher gehe zu Aussehen und dann nächstes Kostüm wähle, dann wirst du gleich sehen, wenn ich das Programm starte, dass sich hier dann auch dann immer wieder das Aussehen ändert. Einmal das kleinere Kind und dann das größere Kind, dann die größere Darstellung. Wenn ich das hier bei der Katze mache, wird das ein bisschen deutlicher. Nächstes Kostüm. Und damit das etwas langsamer abläuft, könnte ich hier zum Beispiel dann auch ein kurzes Warten hineingeben von einer Sekunde. Ich gehe hier in den Bereich der Steuerung hinein. Er wartet dann immer. Und du siehst, dass hier die Katze sich dann leicht verändert. Von der Bewegung her sieht man es, dass sich es verändert. Und das siehst du hier dann an den Kostümen. Hier siehst du die Schrittfolge, die sich dann ändert. Und so kann ich dann die Kostüme dann wechseln. Um einen guten Einstieg ins Programmieren zu ermöglichen, gibt es hier bei Scratch dann die Möglichkeit der sogenannten ersten Schritte. Wenn ich jetzt hierher gehe, auf der rechten Seite diesem Fragezeichen, geht hier ein Menü auf und hier hast du vorgefertigte Beispiele, wie man etwas programmieren kann. Wenn ich jetzt hierher gehe, erste Schritte mit Scratch, klicke ich mit der linken Maustaste drauf und hier dann auf Start gehe, das kann bei dir etwas länger dauern, wenn deine Internetverbindung etwas langsam ist, klicke mal drauf. Dann zeigt er mir hier mit einer kleinen Animation, was man alles machen könnte. Ich lösche mal mein bestehendes Programm. Ich gehe mal hierher, rechte Maustaste, gehe auf Löschen und baue das nach, was hier ist. Ich sehe es hier in englischer Sprache, aber ich kann hier das übersetzen. Habe hier blaue Farbe und da steht Move 10 Steps und ich gehe hier einen 10er Schritt. Ja,
habe das jetzt hier eingefügt. Als nächstes füge einen Klang hinzu. Dann gehe ich hierher. Dann sagt er mir, ich soll hier auf Sound gehen. Das wäre bei mir Klang. Und da füge ich dann Play, schreibt hin Play Drum 1. Das muss ich schauen, wie das dann übersetzt wäre. Das heißt Spiele Schlaginstrument 1,25, 0,25. Dann starte als ein Tanz. Dann gehe ich wieder daher und er sagt mir dann, was ich hier alles einfügen könnte. Also Move zum Beispiel wiederum. Gehe ich auf Bewegung. Gehe 10er Schritt. Und da hat er aber nicht 10, sondern minus 10 eingestellt. Und ich baue das jetzt einfach nach. Schreibe auch minus 10 hinein. Und dann wiederum Play Drum. Hole ich mir wieder dann aus dem Klang. Spiele Schlaginstrument wäre das dann. Und da gehe ich hinein und wähle mir aber etwas anderes aus. Und er sagt, ich soll mir die Nummer 4 nehmen. Nämlich das Crashbecken wäre die Übersetzung hier bei mir. Schreibe ich mir heute hinunter, ob da noch was steht. Gehe dann hier, füge als nächstes eine Wiederholung hinzu. Das haben wir ganz am Anfang beim Video schon gehabt. Ich gehe auf die Steuerung hinein. Und da wiederhole 10 Mal. Das bei ihm heißt es ja auf Englisch dann Repeat. Und es wird das jetzt 10 Mal dann wiederholt. Sage als nächstes etwas. Da steht Lux. Gehe wieder zum Aussehen und da say hello für 2 Sekunden und dann nehme ich mir das hier, sage hallo und er fügt es ganz am Anfang herein und schau mir beim Tanzen zu. Ja. Schau mir beim Tanzen zu, Rufzeichen. Und da steht jetzt, füge jetzt eine Möglichkeit zum Starten hinzu. Das ist das, was ich dir vorhin schon gezeigt habe. Das ist wiederum im Bereich dann der Ereignisse und dann nehme ich dieses Wenn angeklickt und du kannst dich erinnern, wenn ich da drauf klicke, würde dann mein Programm starten. Schauen wir mal. Ja. Und er tanzt dann hier. Das hier ist noch das Programm, das ich vorher noch dazu gehabt. Ich könnte diese Figur jetzt hier löschen. Siehst du gleich, wie man Figuren löscht. Starte gleich noch einmal mein Programm hier. Schau mir beim Tanzen zu und ich breche es dann ab. Also du siehst, man kann hier einiges machen. Spiel einmal selber mal so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch und du wirst sehen, dass du ganz tolle Programme machen kannst. Nochmal zur Erinnerung, hier auf Datei speichern bzw. in dem Fall herunterladen auf deinem Computer, dann wieder hochladen, dann kannst du deine Programme dann auch gut sichern. Und ich wünsche dir viel Spaß und schau dir die nächsten Videos an und wirst dann noch mehr erfahren, was man in Scratch alles machen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit.